Herzlich willkommen zum Oberliga-Heimspieldebüt des ETV Hamburg. Heute hier am Freitagabend gegen USC Paloma. Wir schreiben den zweiten Spieltag. Mein Name ist Joe Krohn und ich darf heute mit euch gemeinsam diesen wunderbaren Abend verbringen. Wir sehen gerade die Teams auf dem Weg in die Spielfeldmitte. Von wo aus dann auch gleich einmal in die Runde gegrüßt wird und damit dieser zweite Spieltag offiziell auch eröffnet wird. Ich werde gleich alles zu den Aufstellungen noch nachreichen. Erst einmal wollen wir hier diese Atmosphäre genießen, aufsaugen. Sag mal so, Hells Bells ist nicht unbedingt unter anderem am zweiten Spieltag das 3:0 gegen Dassendorf, das vielen in Erinnerung blieb. Jetzt aber der USC Paloma mit der Möglichkeit. Schon Chance und da ist das Tor für den USC Paloma. Fast aus dem Nichts. Haron Saba mit dem Schlenzer in den Knick und dem Führungstreffer für die Palomaten. Ich möchte nach. Fragt sie, ob sie jetzt wieder in die Passivität rutschen oder doch vorne Alarm machen. Und da ist die Chance, da ist das Tor! Im direkten Gegenstoß. Die Trubel nickt die Flanke von Jeff Dasani ein. Das nennt man, glaube ich, eine Postwettenantwort. Ja, was ist das denn hier? 10 Minuten und wir haben ein super munteres Spiel hier. Probates Team bitte sein. Jetzt aber die Ecke für ETV. Immer noch heiß. Schusschungs. Das. Da und da ist das Tor! Das Bäuscher legt hier auf Fabo Karim Mohamed den Kapitän ab, der in die Maschen versenkt.